Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Mind Games von Terry Terry. Dieses Buch lag jetzt gute anderthalb Jahre auf meinem Sub und ich habe mir gedacht, nee, jetzt musst du es endlich lesen und ich muss endlich von meinem Sub runterkommen und auch gerade die älteren Bücher endlich mal lesen und ja, deswegen habe ich gleich zu Mind Games gegriffen, da es auch ein Einzelband ist. Und was soll ich sagen, mir hat das Buch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und dieses Buch ist ein Science-Fiction-Jugend-Thriller und ich mochte es total. Ich fand die Handlung toll, ich fand die Charaktere toll, ich fand das Ende einfach der Wahnsinn. Und ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Luna. Und in der Welt, in der Luna lebt, ist alles mit dem Internet verbunden. Man bekommt einen Chip in den Kopf gepflanzt quasi. Und mit diesem Chip kann man dann ins Internet gehen, man kann Virtual Reality nutzen, man kann sich bestimmte Sachen direkt so über die Augen legen, dass man halt Virtual Reality quasi auch gleich so in der Realität mit hat. Also man kann quasi alles über diesen Chip machen, den man im Kopf hat. Und es ist so, dass Luna eine Verweigerin ist. Das heißt, dass sie keinen Chip im Kopf hat. Denn man hat die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte diesen Chip nicht. Ich möchte auf normale Weise lernen. Ich will das nicht. Ich habe da Angst davor. Es gibt religiöse Gründe, was auch immer. Man muss das nicht zwingend machen. Und ja, Luna ist eine Verweigerin. Denn Lunas Mutter ist gestorben, während sie quasi Virtual Reality Spiele gespielt hat. Es ist so, um dieses Virtual Reality zu nutzen, muss man sich schon an so ein System klinken, an so einem PIP oder PEP, ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß genau. Und ja, da muss man sich dann einklinken und der versorgt einen dann quasi auch mit allem, was man braucht. Also der versorgt den Körper halt mit Nährstoffen und Flüssigkeit und alles, dass man nicht quasi abkratzt, während man dort in dieser Virtual Reality Welt ist. Und ja, ihre Mutter ist halt dabei gestorben und deswegen ist Luna eine Verweigerin. Und Luna hat eine Großmutter, der sie sehr, sehr nahe steht und ihre Großmutter ist immer so ein bisschen mysteriös und erzählt ihr immer wirre Dinge und hat ihr halt auch ganz, ganz viel über Zahlen und Berechnungen beigebracht. Es ist so, dass in der Welt, in der Luna lebt, es, wie gesagt, dieses Virtual Reality gibt und das alles wird von einem einzigen riesigen Konzern gesponsert quasi und bereitgestellt und das ist Perko. Und Perko hat quasi so die ganze Macht da drüber. Und die, wie gesagt, verwalten auch diese Virtual Reality Spiele und Welten und alles, was da dazu gehört. Und Perko veranstaltet jedes Jahr ein Ausschreiben, um die besten Hacker, Informatiker quasi zu bekommen und denen dann Jobs zu vermitteln. Und es ist so, dass Luna von Perko eingeladen wird, an diesem Auswahlverfahren teilzunehmen, obwohl sie keinen Chip implementiert hat. Und das findet Luna sehr, sehr merkwürdig, geht aber trotzdem zu diesem Auswahlverfahren, weil sie nicht wirklich eine Wahl hat, denn ihre Stiefmutter und ihr Vater freuen sich total auf diese Chance, dass sie halt in ein besseres Leben aufsteigen kann. Und ja, so geht Luna halt zu diesem Auswahlverfahren und schon dort merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Und ja, was mit Luna dann alles noch passiert und ob sie dieses Auswahlverfahren übersteht oder nicht, das ist es, worum es halt in diesem Buch geht. Zur Handlung kann ich ja sagen, dass ich am Anfang sehr, sehr viele Parallelen zu Insignia gesehen habe. Ich dann aber wirklich so nach dem ersten Drittel gemerkt habe, okay, dieses Buch entwickelt sich in eine komplett andere Richtung. Also jeder, der Insignia von S.J. Kincaid gelesen hat und dieses Buch liest, wundert euch am Anfang nicht, dass es da ein paar Parallelen gibt. Das geht wirklich nur um dieses Virtual Reality und diese Erklärung. Wie gesagt, so nach dem ersten Viertel ungefähr driftet die Geschichte in eine komplett andere Richtung ab und das fand ich wirklich richtig gut. Ich mochte die Handlung total. Ich fand den Verlauf der Geschichte einfach großartig. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich denke, es wird Leute geben, die am Anfang ziemliche Probleme mit der Geschichte haben, ehe die so richtig in Schwung kommt quasi. Das dauert schon so bis zur Hälfte, aber ich fand das ganz, ganz interessant, denn Terry Terry hat sich hier wirklich Zeit genommen, auch alles zu erklären. Diese ganze Technik zu erklären, die da dahinter steckt, diese Welten zu erklären, dass man das halt auch alles versteht. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Wie gesagt, Handlungen top. Gerade das Ende, die letzten 100 Seiten von diesem Buch, die waren so krass, die waren... Oh mein Gott, ich habe dann hier nur gesessen, dachte mir die ganze Zeit so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Also dieses Buch hatte ich wirklich ein Happy End für die Charaktere. In gewisser Weise schon, aber nicht wirklich. Und ich habe echt die ganze Zeit nur gedacht, ach du Scheiße, was geht denn da ab? Oh mein Gott. Und ja, war einfach wirklich richtig gut. Von den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Luna als Protagonistin in diesem Buch wirklich sehr mochte. Streckenweise war sie mir ein bisschen naiv manchmal.
was ihre Einstellung betraf, gerade wenn sie die Warnungen ihrer Großmutter ignoriert hat. Und ja, das war jetzt nicht so überdramatisch, aber es war so, es gab so ein, zwei Punkte, wo ich wirklich so, oh, Augenroll, Mädchen, Mensch, warum tust du das? Und ja, ansonsten fand ich Luna als Protagonistin wirklich richtig gut. Was dann noch rausgekommen ist, was mit ihr eigentlich los ist und was bei ihr überhaupt abgeht, das war wirklich cool, das zu lesen und zu entdecken. Zu den Nebencharakteren kann ich auch noch sagen, dass die mir alle wirklich richtig gut gefallen haben. Ich fand Gecko einfach großartig. Ich fand ihren besten Freund auch wirklich gut als Nebencharakter. Auch wenn er mir zum Ende hin in so eine Richtung abgedriftet ist, was ich absolut nicht mehr nachvollziehen konnte, was da bei dem abging. Und ja, ich mochte einfach die Charaktere in diesem Buch total. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, sonst spoilere ich euch. Was das Setting betrifft, hat es mir auch richtig gut gefallen. Wir haben hier ein futuristisches Setting. Es ist ja eine Science-Fiction-Geschichte, wie gesagt. Wir haben London in, weiß ich nicht, 100 Jahre vielleicht in der Zukunft. Das ist jetzt hier nicht geschrieben durch Zeitangaben, aber ich würde sagen, von der technischen Entwicklung her vielleicht 100, 200 Jahre. Na, wohl so weit würde ich gar nicht gehen. Vielleicht 50 bis 100 Jahre in der Zukunft, ich weiß es. Auf jeden Fall ist es eine futuristische Geschichte und ich mag sowas ja total, ne? Ich sag nur Diabolik, oh mein Gott, das war so gut. Und Insignia, oh mein Gott, das war so gut. Und ja, ich mag solche Settings halt wirklich ganz, ganz gern. Und wir haben hier London mit so einem futuristischen Setting. Es gibt dort so bestimmte Bahnen, wo man mit Fahrrädern drauf fahren kann. Dann gibt es diese ganzen Virtual Reality Sachen, die da noch mit eine Rolle spielen. Und ja, es war einfach großartig, in diese Welt einzutauchen. Es hat mir richtig gut gefallen. Zum Schreibstil von Terry kann ich schon sagen, dass ich den auch wirklich sehr, sehr mochte. Es war mein erstes Buch von ihr. Ich möchte irgendwann die Gelöscht-Reihe nochmal lesen. Das ist ja eine Dystopie und auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Und ja, ich kann nur sagen, dass mein Games mir vom Schreibstil her wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die Autorin hat definitiv einen sehr nüchternen Schreibstil. Sie schreibt jetzt nicht übertrieben kitschig und romantisch, sondern wirklich teilweise sehr, sehr sachlich. Was ich für eine Science-Fiction-Geschichte wirklich gut finde. Sie bringt aber trotzdem noch Gefühle rüber. Also man kann trotzdem schon noch Empathie empfinden mit den Charakteren und man kann mit ihnen fühlen und man kann die Gefühle auch nachvollziehen. Aber trotzdem mochte ich es halt, dass der Schreibstil relativ nüchtern ist. Der Schreibstil ist auch wirklich sehr, sehr bildlich. Also man kann sich diese Sachen, die dort beschrieben werden, auch wirklich gut vorstellen. Also gerade zum Ende hin, was Luna da alles erlebt hat, wo sie da war, das war so krass. Und ich habe das so richtig vor meinem inneren Auge gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und ja, hat Terry ganz, ganz toll gemacht. Also ich mag die Art, wie sie die Geschichte erzählt hat, super gerne. Und ja, mochte das ganze Buch. Mein Fazit ist, dass Mind Games ein richtig guter Science-Fiction-Jugend-Thriller ist. Und jeder, der gerne futuristische Sachen liest, sollte sich Mind Games auf jeden Fall angucken, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich mochte dieses Buch total. Ich fand es ganz, ganz toll. Und ja, freue mich auf weitere Bücher von Terry. Und es war so toll. Und ich habe es anderthalb Jahre hier stehen gehabt, dieses Buch. Vor allem, mein Freund hat mir das Buch damals geschenkt, gerade als es rauskam. Warum habe ich es nicht gelesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mochte ich es sehr und ja, kann es euch definitiv nur empfehlen. Dann. Hund. Mein Hund schleicht hier hinten rum. Er schleicht wirklich. Seht ihr das? Jetzt, naja, jetzt schiebt sie sich rückwärts über die Couch. Milo? Ich möchte gerne hier noch drehen. Kannst du mal ganz kurz aufhören? Ist das okay? Gut. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Nacht des Begehrens von Cressley Cole. Ich hatte ja Anfang des Jahres von Niki drei Bücher gesagt bekommen, die ich dieses Jahr auf jeden Fall lesen sollte. Und das ist das letzte Buch von dieser Liste. Und ja, habe quasi jetzt Niki ihre Lies diese Bücher unbedingt Liste jetzt quasi abgearbeitet. Das ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, das ist die Immortals After Dark Reihe. Und ja, Nacht des Begehrens ist der erste Teil. In dieser Reihe geht es um verschiedene mystische Wesen. Im ersten Teil geht es jetzt vorrangig um Vampire und Lykaner, also Werwölfe. Und es kommen aber auch noch Valkyren drin vor. Und Geister und Hexen gibt es da auch. Und ja, es ist eine ganz interessante Mischung auf jeden Fall gewesen in diesem Buch, was diese Fabelwesen betrifft. Und Niki meinte, du musst die weiteren Teile lesen, da kommen noch viel, viel coolere, krassere Wesen. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Auch wenn ich mit dem ersten Teil immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin. Denn einerseits mochte ich dieses Buch wirklich sehr. Ich fand die Geschichte super witzig erzählt. Ich fand die Handlung großartig. Auf der anderen Seite ging mir die Protagonistin teilweise auf den Sack und ich fand einfach dieses ganze Alpha-Tier-angeschmachte
Sexuelle in diesem Buch einfach so übertrieben. Ich meine, bei der Gestaltenwandlerei haben wir das ja auch, ne? Weil das sind ja Gestaltenwandler und die hören halt sehr auf ihre animalischen Instinkte und sind halt auch sehr sexuell, sage ich mal, aktiv. Aber hier das in diesem Buch, das war mir einfach echt, das war mir am Anfang gerade, war mir das einfach zu viel. Und dieses, ich will dich und füge dich und sie weigert sich. Und oh, ich habe nur so gedacht, boah, Alter, bringt das doch einfach hinter euch. Dann könnt ihr mich mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Ja, das hat dann aber doch bis über die Hälfte gedauert, bis sie dann irgendwann mal zu Rande gekommen sind. Und ja, diese ganzen sexuellen Anspielungen da im Vorfeld und was der da alles in ihr gemacht hat, das... Oh. Das war schon ein bisschen nervig. Also wie gesagt, ich bin mit diesem Buch echt im Zwiespalt. Niki meinte aber, dass das das allererste Buch ist, was Classy Cole geschrieben hat und die weiteren Teile definitiv immer besser werden. Deswegen habe ich da noch Hoffnung. Und wie gesagt, ich mochte es ja von der Handlung her und ich fand es auch sehr witzig erzählt. Aber wie gesagt, dieses Sexuelle und die Protagonistin manchmal dachte ich nur so, oh Mädchen, warum tust du das? In diesem Buch geht es auf jeden Fall um Emma und Lachlan. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Eigentlich heißt sie auch Emmaline. Also ich sag immer Emma und Lachlan. Und ja, Emma ist eine Vampirin und ist gerade in Frankreich auf der Suche nach ihren Wurzeln, denn sie hat keine Ahnung, wer ihr Vater ist. Sie ist halb Vampir, halb Valkyre und ja, tut da quasi Ahnenforschung betreiben. Und in Paris trifft sie auf den Lykaner Lachlan. Und Lachlan ist nicht Lachlan? Er ist Schotte. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Auf jeden Fall ist er nicht nur irgendein... Milo, nein! Jetzt hör auf, mir rumzuquietschen! Auf jeden Fall ist er nicht irgendein Lykaner, sondern der König der Lykaner in Schottland. Und ja, hat er diesen ganzen Clan hinter sich stehen. Und Lachlan kommt gerade aus einem 150-jährigen Gefängnis. Und Lachlan hat es nur geschafft, aus diesem Gefängnis auszubrechen, weil er Emma gewittert hat. Denn er war in den Katakomben von Paris angekettet und wurde dort immer wieder verbrannt. Als quasi Folter von den Vampiren. Ich spoilere euch damit nicht, denn es kommt gleich auf der ersten Seite, was da quasi passiert und er flieht. Und ja, er schafft es dann, wie gesagt, aus seinem 150-jährigen Gefängnis zu fliehen, weil er halt seine Gefährtin wittert und das ist halt Emma. Und als er Emma dann aufgespürt hat, ist er erstmal schockiert, weil sie halt ein Vampir ist. Und Vampire und Lykaner sind ja bekanntlich Feinde und so ist er ziemlich im Zwiespalt und Emma hat natürlich auch keine Ahnung, was sie von dem Typen halten soll. Er ist am Anfang ihr Gegenüber wirklich sehr, sehr herablassend und aggressiv und sie hat auch wirklich Schiss vor dem Typ. Denn Emma ist dafür, dass sie eine Vampir-Valkyre ist, wirklich sehr, sehr weich. Sie ist sehr liebenswert und ja, sie ist halt nicht auch wirklich so kampferprobt und alles und deswegen hat sie da ziemlich einen Schiss vor ihm und ja, muss dann irgendwie zusehen, wie sie mit ihm klarkommt und was die beiden halt alles so erleben und ob er es am Ende vielleicht doch noch schafft, sie zu seiner Gefährtin zu machen und sie davon zu überzeugen. So, jetzt war mein Akku leer und ich habe keine Ahnung, wo dieses Video gerade gestoppt hat. Ich habe geredet und geredet und auf einmal ging die Kamera aus. Ja, ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass es in diesem Buch schlussendlich darum geht, dass Emma und Lachlan ihre Schwierigkeiten, die sie so am Anfang auch miteinander haben, überwinden müssen. Dann gibt es dort noch andere Komplikationen, die den beiden im Weg stehen. Und schlussendlich geht natürlich die Frage, werden sie ein Paar oder nicht? Und ja, was sagt die Valkyr-Familie von Emma eigentlich da dazu? Und ich, wie gesagt, bin bei diesem Buch sehr im Zwiespalt. Einerseits mochte ich die Handlung und den Schreibstil wieder total, aber dieses Sexuelle war mir einfach zu viel und das ging mir auf den Sack. Und auch, wie gesagt, immer ihre Naivität teilweise hat mich auch ein bisschen genervt. Ansonsten fand ich die Charaktere wirklich toll. Ich fand Lachlan, dieser Name. Wie spricht man das denn im Englischen aus? Lachlan? Heißt der Lachlan? Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mochte ich die Charaktere ansonsten im Großen und Ganzen auch. Ich fand ihre Tanten sehr, sehr crazy. Also diese Valkyren sind einfach ein total verrücktes Volk, was ich aber wirklich sehr, sehr cool fand. Ich fand den Clan, was man von dem Lykaner-Clan mitbekommen hat, auch sehr, sehr interessant. Ich, wie gesagt, fand diese ganze Geschichte, was diese Vampire da noch betrifft, die da noch mit einer Rolle spielt, auch wirklich richtig gut. Ich mochte auch das Setting und die Beschreibungen und die Umschreibungen. Ich konnte mir das alles wirklich richtig gut vorstellen. Ich konnte mir auch, wo die in dem Hotel waren oder dann in Schottland später, konnte mir das alles wirklich sehr, sehr bildlich vorstellen. Also das hat Classy Cole echt drauf, da Sachen zu beschreiben und zu umschreiben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Schreibstil hat mir auch gut gefallen. Und ja, und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen im Zwiespalt. Ich gucke mir jetzt mal den zweiten und dritten Teil an, wie der so ist. Und
werde dann entscheiden, wie ich mit dieser Reihe weiter verfahre. Aber ich denke mal, ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen, denn die Handlung war cool und witzig. Und ja gut, dieses Sexuelle, mein Gott, dann überspringt man diese Szenen halt und blättert weiter. Kann man ja machen, ne, wenn es einen nervt. Ja, mehr gibt es zu diesem Buch eigentlich auch nicht zu sagen. Das waren meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.